Mamusch und von hinten kommt Dinos! Junger Vater, was ne Hütte! Wir haben aber noch nicht gewechselt bisher, ne? Wir spielen es gerade einfach zu 10, gell? Karasor, wow, schön gechippt. Mamusch, will ihn auf Endo ablegen, klappt nicht. Koulibaly rauscht rein. Spiel geht weiter. Mangala, wieder Koulibaly. Ito, schön auf Mangala. Scharf rein, oh ja. Mamusch und von hinten kommt Dinos! Junger Vater, was ne Hütte! Junger Vater, was ne Hütte! Ey, das ist ja, als wenn man es nicht von ihm gewohnt wäre, ne? Aber heilige Scheiße, Mann! Aus welcher Hölle kam denn der? Alter Falter! Koulibaly bleibt gut am Ball, legt ihn zurück auf Ito, der schickt weiter auf Mangala. Auch scharf rein, gut. Mamusch kommt nicht ganz ran, dann kommt BAM! Zentral! 16 Meter vor der Hütte. Da kann Mavropanos mit 15 Meter Anlauf voll zupreschen und jagt das Ding in den Knick. Rechts oben rein. Das ist aber auch natürlich für einen Fußballer mit das Geilste, was es gibt. Ne? Zu sehen, der Ball fällt perfekt vor mich. Alle anderen gehen weg, kein anderer kommt hin. Und ich kann da mit vollem Anlauf reinjagen in diesen Ball. Heilige Scheiße, was eine Hütte. Was eine Hütte. In den Knick, Alter. Aber was für eine Position für Wolfsburg jetzt. Wer macht's? Sieht nach Arnold aus. Komm, Bruder, lass es bleiben. Oh, Müller! Ich meine, er kam auch recht zentral, aber mit der Wucht aus der Entfernung trotzdem wichtig gehalten. Wichtig und gut gehalten von Müller. Oh, durch die Beine von Mamusch, der da hochspringt. Dann habe ich aber auf das Ding hier mal mindestens einen Strike. Jetzt Mangala. Runter auf Koulibaly, zurück. Oh, der kommt durch! Jawohl! Philipp Förster! 2:0! Wichtig, Alter, wichtig! Man muss auch sagen, dass es aus dem Nichts kommt. Muss man sagen. Gefühlt der erste richtige Angriff in der zweiten Halbzeit. Die paar mitgereisten VfB-Fans freuen sich, die sich die Wolfsburg-Karten gesnackt haben. Geil, Mann! Richtig schön! Mangala schiebt ihn runter zu Koulibaly, der sich damit eine Vorlage abholt. Gucken wir die Entstehung an. Langer Ball auf Mamusch. Sag mal, Langholz auf Mamusch klappt, weil er einfach verwirrt. Auch da rutscht ein Bornau vorbei. Mangala hat Platz. Wird von Babu, ja, lass mal laufen, den Kollegen. Ball zurück, scharf in Richtung Elfmeterpunkt. Da steht Förster und schiebt ihn ein. 2:0. Philipp Förster macht zwei Buden. Hintereinander, also zwei Spiele in Folge trifft Philipp Förster. Und ihr macht's schon. Ich brauch's schon gar nicht selber machen. Alle VIPs. Förster-Emote, sowieso. Immer rein. Die wenigsten Bundesligaspiele sind, egal bei welcher Führung, schon komplett durch. Deswegen, auch das Spiel ist noch nicht durch. Sie haben genügend Zeit. Und Qualität haben sie auch. Die haben sich für die Champions qualifiziert dieses Jahr. Ein Matcher um Himmels Willen! Müller, Bruder! Muss nicht. Jetzt weiß ich auch, warum das mit dem Herzinfarkt kam. Muss nicht, Müller. Muss überhaupt nicht. Das war der andere Matcher mit dem Abschluss. Klar, der springt nochmal auf vor Müller, aber den dann zentral. Boah, schwierig, Digga. Und dann der andere Matcher. Lukas Matcher. Jagten dann aus kurzer Distanz drüber. War natürlich auch nicht einfach zu nehmen, ne? Ah, Koulibaly. Steht wieder recht. Läuft wieder recht, okay. Der wird weiter spielen. Oh ja! Oh! Ich dachte so, dass der drin war. Oh mein Gott. Mamusch. Dann Kopfball. Und es sah so aus, als würde er in die lange Ecke reinfliegen. Aber stand noch irgendwer im Weg und er war nicht drin. Jetzt hört sich... Ah, der Schiri schaut sich's an. Weil es gab Handdiskussionen. Alter, ich dachte so safe, dass der drin ist. Und auf einmal kommt noch irgendwer und köpft den da weg. Oder klärt mit der Hand weg. Mal gucken, was jetzt war. Endo. Alter, den muss er pfeifen. Aber klare Geschichte, das ist ein Elfmeter. Aber ganz, ganz klare Geschichte, das ist ein Elfmeter. Aber 100%. Den will er natürlich auch nicht, aber der hält ihn davon ab, dass er reingeht, ne? Das ist eine aktive Torabparade von Arnold. Der Arm ist komplett weg, also wenn er den nicht pfeift, ey. Endo und der Arm ist ja komplett weg. Elfmeter! Elfmeter! Und Karte, ja, gelb für... Krass! Wir können hier 3:0 in Führung gehen.
Ja, was für Schieber, Alter. Das ist ein klarer Elfmeter. Aber ganz glasklarer Elfmeter. Mein, den. Da kannst du auch im Arnold wieder kein Willen unterstellen, aber der ist ja komplett weg, die Hand. Der wäre auch reingeflogen, der Kopfball. Also ganz klare Geschichte, Elfmeter. Jetzt komm. Marmusch sogar. Ich dachte, er bringt jetzt nochmal kurz ein Ziel, dass er mit der direkt eine Hütte machen darf. Nee, Marmusch sogar. Gegen seinen Ex-Club. Kommt jetzt, der Fußballgott rein. Spielt jetzt der Fußballgott eine Rolle? Marmusch. Oh, nein, Latte! Alter Marmusch! Alter Marmusch ist ja komplett gottlos unterwegs und Endo jagt danach drüber. Marmusch läuft an und chippt den in die Mitte. Aber halt nicht rein, sondern an die Latte. Ich war mir sicher, dass er drin ist. Ich habe den Chip gesehen und dachte, ach du Scheiße, Torwart in der anderen Ecke, der ist drin. Er klatscht an die Latte und jetzt muss er auch runter. Oh mein Gott, Marmusch. Oh. Da ist der extrem schmale Grat zwischen Selbstbewusstsein und geil reingechippt in der Mitte zu bisschen frech, bisschen arrogant und die Quittung bekommen mit der Latte, ne? Bleibt zu hoffen, dass es jetzt keine Karma-Schelle gibt hier. Ein extrem wichtiger Sieg. Ein extrem wichtiger Sieg, ein verdienter Sieg. Wolfsburg weiter tief in der Formkrise. Es müsste, glaube ich, sogar der fünfte in Folge sein, die fünfte Niederlage. Wir machen damit die quasi nicht gewonnenen Punkte gegen Hertha wieder weg, weil man hier eigentlich rein offiziell und auch statistisch und so normalerweise nichts mitnimmt. Du nimmst hier das erste Mal in Wolfsburg das mit seit 2007, also 3 Punkte mit. Das erste Mal gewonnen in Wolfsburg seit 2007, im Pokal damals, in der Liga sogar 2005. Eine geschlossene, gute, kompakte Mannschaftsleistung, die zu keinem Zeitpunkt abgebrochen ist. Das Spiel hat ein bisschen, ein bisschen fahrig gewesen über manche Strecken, teilweise auch recht langsam gewesen. Es war jetzt kein Topspiel auf krass hohem Niveau oder so, aber wir haben nie aufgehört, waren immer präsent, auch vor allem immer präsenter als der Gegner einfach. Haben sie das 2 zu 0 absolut verdient, sehr, sehr wichtig. Der Muschelfmeter ist natürlich schade, ne? Das ist dann wieder der heiße Ritt zwischen geiler Elfer, unfassbar cool reingechippt und eben ein bisschen zu sehr, muss ein bisschen arrogant, aber ist am Ende scheißegal. Es kam keine Karma-Schelle, sie kam nicht. 2-0 gewonnen. Richtig geil. Richtig geil. Dienstag gegen die Bayern. Wie gesagt, Bayern ist für mich dieses Jahr kein Bonusspiel. Du kannst da auch punkten, auch wenn es unfassbar schwierig ist. Und dann Köln. Da muss auf jeden Fall was drin sein. In Köln brauchst du auch auf jeden Fall nicht zu verlieren. Und dann gehen wir in die Rückrunde. Mal gucken. Aber heute ein sehr, sehr wichtiger Schritt.